Der Tabellenführer trägt rot. Aus Hamburg kommt der Einsbüttler TV an die Bremer Brücke, um den ersten Platz im Spitzenduell gegen die zweitplatzierten Osnabrücker zu verteidigen. Die Jungs in Lila haben natürlich etwas dagegen und wollen heute an die Spitze der Regionalliga Nord ziehen. Dafür müssten sie dem ETV 3 Punkte entlocken. Die Anfangsphase spricht auch durchaus dafür. 5. Minute, vom Kameramann verdeckt, flankt Milan Hoffmeister. Peter Remmert nimmt ab und signalisiert früh den Willen des VfL. Davon unbeeindruckt kombinieren sich die Gäste zu ihrer ersten Möglichkeit. Knappe 4. Stunde auf der Uhr. Das ist Manuel Schmitz. Der bedient Julius Lyons. Gudi Mohamed will klären und macht die Rechnung ohne Remy Kruse. Denn der macht den ersten Treffer. Der ETV will sich die Punkte früh in den Bus laden und der VfL packt kräftig mit an in dieser Situation. Ein unnötiges Tor aus Sicht der Lilanen. Lyons leitet ein, Mohamed klärt in die Füße von Kruse und der zieht ins lange Eck. Die Gastgeber ambitioniert mit einigen kleineren Möglichkeiten wie dieser hier in der ersten halben Stunde. Bernd Risselmann wird von Florian Schütz zu Fall gebracht. Die Elfmeterentscheidung von Schiedsrichter Bakary Turay geht in Ordnung. Vom Punkt jetzt Kevin Wiethaupt im Duell mit Jan Niemann. Links vorbei, die große Möglichkeit im Topspiel zu resetten, liegen gelassen, aber es ist ja erst eine halbe Stunde rum. Die Gastgeber jetzt mal mit einem feinen Spielzug über 5 Stationen. Erster Halt, Yiğit Karadimir. Next Stop, Wiethaupt. Dritter Halt, Max Ritter. 4. Bahnhof, Arnosi. Endstation, Risselmann. Ausgleich und der versemmelte Elfmeter, wie vergessen. Eine ausgesprochen schöne Kombination des VfL Osnabrück. Karadimir, Wiethaupt und Torwart Luca Bürgemann trainieren regelmäßig mit dem Profikader aus der 3. Liga. Auf den Jubel folgt der Schock beim VfL. Kapitän Jan-Philipp Stottmann bricht sich bei diesem Foul den Arm, muss behandelt und ausgewechselt werden. Wir wünschen gute Besserung. Für ihn kommt Jakob Teuerkauf. Jetzt aber erstmal in die Halbzeit. Das 1:1 Unentschieden geht in diesem leidenschaftlichen Fußballspiel voll in Ordnung. Wir sind gespannt auf Durchgang 2. Die erste Gelegenheit krallt sich der VfL nach 7 Minuten. Das ist Hoffmeister. Und in der Mitte köpft Risselmann etwas zu beherzt. 5 Minuten später. Karadimir mit der Flanke. Max Ritter hält den Ball im Spiel. Und was er dann macht, ist einfach nur Sahne. Vorbei an 3 Roten. Und rein ins Glück. Stabile Einzelleistung des 18-Jährigen, der aus der Jugend von Hannover 96 kommt. Ein Tor des absoluten Willens. Schlüsselmoment die Flanke, die Ritter im Spiel hält und dann der Lauf durch die Reihen der Einsbüttler. 3 Gegenspieler können ihn nicht stoppen, die Führung verdient. Die Gäste hingegen geben sich kämpferisch. Der eingewechselte Muhammed Aktürk luchst dem VfL den Ball ab, nutzt seinen Freiraum. Und versucht's mal. Die Hamburger erarbeiten sich weiterhin Torchancen. Dylan Mohamed gegen Gudi Mohamed und Bögelmann. 10 Minuten vor Schluss, dann das Negativ-Highlight für den ETV. Manuel Schmitz fliegt mit Rot vom Platz, weil er seinen Gegenspieler beleidigt haben soll. Über den genauen Wortlaut legen wir den Mantel des Schweigens und schauen uns die letzte Gelegenheit des Spiels an. Die hat der VfL und der VfL kommt mit viel Druck in der 94. angerauscht. Einmal aufgelegt. Und niemand rettet sein Team vor dem 3. Tor. Das ist der Schlusspunkt. Wir haben ein Spiel auf Augenhöhe gesehen. Der VfL aber eine Spur vitaler und somit erkämpften sie sich die Tabellenführung. Die haben das gut gemacht. Osnabrück war ein Stück weit fitter, hatte ich so ein bisschen das Gefühl heute. So, vielleicht müssen wir da noch ein bisschen was machen. Aber ansonsten, hitziges Spiel. Am Ende hatten wir noch 1-2 gute Gelegenheiten. So, ja, beim nächsten Mal machen wir die vielleicht rein. Da werden wir dran arbeiten. Ansonsten finde ich gut, wie meine Mannschaft bis zum Ende irgendwie dran geglaubt hat und gekämpft hat. Und von daher gucke ich positiv in die nächste Woche rein und dann geht's weiter.
wir wussten, dass es ein unfassbar starker Gegner ist. Eimsbüttel mit den bisherigen Ergebnissen und mit dem Saisonverlauf natürlich sehr souverän, auch in der Spielweise sehr souverän. Wir haben versucht, dass wir einfach die Stärken von Eimsbüttel neutralisieren. Ich glaube, das haben wir heute im Spiel extrem diszipliniert und richtig, richtig gut gemacht. Sodass wir, glaube ich, natürlich schon Torchancen zugelassen haben, aber wenige hundertprozentige und sehr klare Torchancen. Auf der anderen Seite haben wir uns vorgenommen, jetzt auf den Punkt unsere beste Saisonleistung abzurufen, was den Ballbesitz angeht. Und ich glaube auch da, auch was Mentalität angeht und spielerisch, haben wir viele, viele Momente gehabt, wie wir uns das vorstellen. Tore gut rausgespielt, auch mit vielen, vielen Rückschlägen heute richtig gut umgegangen. Was die zwei Verletzungen angehen im Verlauf des Spiels oder den verschossenen Elfmeter. Ich glaube, viele, viele Rückschläge und auch mit dem Rückstand. Und am Ende das Spiel zu gewinnen, macht mich natürlich unfassbar stolz, aber auch sehr, sehr glücklich, weil wir jetzt nach vielen Wochen dann genau da angekommen sind, wo wir hinkommen wollen. Und das ist Platz 1. Nächste Termine für beide Teams am kommenden Samstag um 13 Uhr.